Hier sind wir wieder bei Corekeeper. Ja. Der Exo ist schon da, die anderen noch nicht. Bei mir Guten kam auch schon der Abend. erste Part schon auf YouTube. Bei mir fehlt gerade irgendwie der Ingame-Sound. Aber irgendwie ist es gerade Ingame generell ruhig. Ich guck mal kurz in die Audio-Settings. Ich habe nichts umgeändert. Hattest du das nicht beim letzten Mal auch schon? Nee, ich höre ja meine Schritt-Sounds, aber ich höre keinen Ingame-Sound. So, warte mal. Wir machen einfach Save and Exit. Ihr seid ja noch nicht drin gewesen. Also hier habe ich Sound im Startmenü. Im Übrigen, ich war einmal offscreen drin und habe die Base einmal gefärbt. Einmal hier noch eine Kiste umgestaltet. Und ein Feld für diese komischen Möhren da gemacht, die halb Stein sind. Dafür muss ich aber eine bessere Hacke machen. Weil man Naja. sonst nicht den Boden für die bearbeiten konnte. Die Kerrocks. Ja, für die musstest du extra einen Steinboden mit einer Eisenhacke bearbeiten. Anders ging's nicht. So, warte, ich muss dir. Ich schick die ID einfach generell hier wieder in den Talk. Genau, sonst kommen wir nicht drauf. Ich habe sogar einen schönen Satz dazu geschrieben. Also unsere Base ist jetzt komplett blau und ich habe einmal hier eine der Kisten nochmal aufgeteilt, dass es jetzt einmal eine für die Böden und einmal eine für die Wände gibt. Und ich habe auch noch ein bisschen Essen mal gefahren, weil wir da so extrem Probleme hatten. So um die 20, 30 Minuten habe ich da mal ein bisschen Essen zusammengesammelt. Ich habe hier gerade mal ein bisschen runtergescrollt. Du kannst 30 Charaktere erstellen. Ach ja, im Übrigen, ich habe gerade eben in deinen Stream schon so leicht reingeguckt. Es gab offenbar so einen Bug mit einem Farmerhut, wenn man den aufgesetzt hatte, dass man dann auf einmal eine Glatze hatte. Das haben sie geändert. Ah, okay. Du siehst übrigens sofort, was ich hier verändert habe. Erstmal wieder schauen, Und ich habe damit. dir ja in deinen... Ups. Hallo! Da. Exo weh, dass ich ihn umbringe. Komm her! Mit eben war ich Warte. die Tür auf, okay? Wir haben, glaube ich, nur so eine Woche, zwei nicht gespielt. Und er macht mir direkt hier alles kaputt. Hast du wenigstens den Boden direkt zurückgelegt? Ja, den Pinsel habe ich nicht. Ja, der Pinsel ist in der Kiste hier. Kann ich ja eben machen. Kostet ja nichts. Es war übrigens eine Heidenarbeit, das alles hier einzufärben. Und Ach, mit Shift. Ja. guck, nur so gedeihen die Karotten. Naja, das stand ja dabei. Dafür muss ich extra eine spezielle Hacke machen, nämlich die hier. Nur damit ging das. Die hält auch recht lange. Also ich denke mal, dass man die sehr selten reparieren muss. Und in deinem Stream habe ich auch gesehen, da oben sind irgendwelche komischen Larven. Und die scheinen auch wie die Schleimer zu spawnen. Deswegen, wenn du Lust hättest, wir beide mit einer Schaufel mal da hoch und deren Boden abbauen, dann könnten wir vielleicht auch von denen so einen Spawnraum bauen. Schaufel habe ich dabei. Da habe ich die Muskete. Auch die Muskete lege ich mal Ach ja, und ich war zu. einmal bei den Händlern da unten. Ich habe noch eine weitere Muskete gekauft. Und so ein komisches Eilen-Necklace, das darfst du sogar haben. Das gibt Armor. Einfach weil ich Geld übrig hatte. Ja, ich habe ja jetzt gerade 15 Leben. Mal schauen. 12 So, du Armor. kannst das hier auch direkt sehen. Links sind die Wände von dem braunen Kisten und rechts sind die Böden. Im Übrigen, du hattest einmal so ein komisches Ding mitgebracht, Chrysalis. Ist das auch Boden? Oder ist das wirklich ein Stein? Weil das sah so ähnlich aus wie der Boden, der da oben bei den Larven war. Deswegen will ich das prüfen. Das ist deren Das kann ich Boden. ja nicht Du sagen. hast, ihr habt deren Boden mitgebracht. Ah ja, dann können wir ja dafür auch einen Raum machen. Oder war das nur dieses eine Teil? Da steht sogar bei Lavas will im Fest Chrysalis covered areas over time. Das heißt, die werden da spawnen. Ich finde es übrigens schön, dass sowohl Palbanta als auch McStream mir den gleichen Text ungefähr geschrieben haben, mit dem einzigen Unterschied. Pal hat noch zugeschrieben, dass er im Lurk ist. Ach ja, und guck mal, ich habe auch rausgefunden, wenn man diese komischen Platten hier für dieses Einfärben über die Kabel legt, dann sieht man die Kebe nicht mehr. Ach ja, Guck, also die kannst du einfach drüber legen, ja, ist dann gut. sieht man die nicht mehr. Also man kann so das Hässliche ausbügeln. Ich weiß, es klingt gemein, aber es ist halt so. Und eine Sache habe ich, glaube ich, noch gemacht. Hier.
Ich habe hier unten noch einen dieser Crafting Tables gemacht, den Schmuck hier. Da kannst du aus diesen Kupferbahnen zum Beispiel so einen Teil machen, das gibt dir eine kritische Chance höher. Für Schmuck, das hört sich gut an. Man kann sogar aus diesen komischen Blumen auch mal so einen Ring machen, der einen besser leuchten lässt. So um drei Felder. Warum machst du da jetzt noch einen Gang? Damit man nicht immer durch den Schleimraum muss. Das ist nämlich Wir müssen da so oder so extrem rein, wenn wir langsam. den Schleim rausholen Außerdem soll wollen. da später ja auch noch ein weiterer Raum hin für die Larven. Ich hatte hinterher vor, den Raum hier in der Mitte so zu teilen, dass hier oben halt so ein Larvenraum ist. Ich würde die Tür übrigens dann so zwei, drei runtersetzen. Und unten dann der Schleimraum. Ich glaube, der ist halt wirklich so groß für die Schleime. So, haben wir beide eine Schaufel dabei, und zwar eine gute, weil ich weiß nicht, ob man einen besseren Boden, wie stark der Boden ist, ne? Man hat zwei Ringslots, das ist schon mal ziemlich gut. Ich muss jetzt erstmal was essen. Der sagt die ganze Zeit, ich muss was essen, also muss ich was essen. Ja, ich habe auch nichts gegessen. Ich habe nur Essen hergestellt. Du brauchst nichts herstellen. Guck mal, wie viel ich oben gemacht habe. Ich nehme mir mal ein paar von den Puddings, weil die echt gut sind. Ist das einfach jetzt? Einfach mal kurz ein bisschen draufgehauen, dann mit der Flinte nochmal hinterhergeschossen und Ich hab der war den weg. hier. Da ist eine Hässlichkeit. Weißt du, bei den ganzen Fackeldesaster, den wir hier haben, wundert es mich, dass die noch nicht bei unserer Base angekommen sind, ne? Weil eigentlich jagen sie die Dinger. Ja, aber nur wenn du auch in der Nähe bist. Das So, wir ist ein sind in bisschen, unbekanntem Lande. Wenn die Chunks nicht geladen sind, dann machen die das auch Wie nicht. viele von den Böden hast du mittlerweile schon? Hier habe ich 20. Ich würde mal so sagen, 200, 300 reichen. Hallo? Hallo. Hey. Da ist ein Guten Palbanter. Hast du bei Abend. mir mitgehört, was ich alles erzählt habe? Wie Nö. die Kisten funktionieren? Er macht nichts. Der redet auch ohne Punkt und Komma. Ich habe auch nur die Hälfte mitbekommen. Sag das doch! Dann spreche ich langsamer. Warum hau ich eigentlich mit einer Spitzhacke auf die Viecher drauf? Oh, da ist eine Angel. Hier liegt eine Angel. Also, ich habe die Base ein bisschen umgefärbt. Die ist jetzt blau. Ich habe rausgefunden, wie die Karoks funktionieren. Ich habe das nämlich einmal offscreen einmal kurz gemacht, weil ich die Base einfach nur einfärben wollte. Was funktioniert? Die Kisten, die haben zwei Knöpfe ja daneben, ne? Einmal diese Pfeile und einmal diese Kiste selbst. Mit der Kiste kannst du einfach Ring? das Zeug rüber Meint den. teilen, dass sich das selber einsortiert. Und die Pfeile sortieren das nochmal. Okay. Oha. Was ist? Es gibt Ringe, die du hier farmen kannst beim Abbauen. Okay. Die Ring of Stone. Larvenviecher, die hassen Lichtball. Die rennen Fackeln hinterher. Aber auch nur den Fackeln. Die Lampen sollen sie angeblich in Ruhe lassen. Okay. So, ich habe 59 von dem Wurmchenboden. Hier sind noch ein paar Pflanzen. Ich habe denn übrigens einen Schmucktisch gemacht. Damit kannst du, wenn du willst, die Ringe craften. Die geben dann so ein paar Stat-Boost. Eine davon aus dem Blumen zum Beispiel kannst du machen, dass du ein bisschen mehr leuchtest. Ja, ich habe schon zwei Ringe. Wir müssen mehr in diese Wurmgegend, aber am besten nicht so Hive-Mother. Wir brauchen immer noch den Boden. Ah, hier ist er ja. Ja, hier haben sie schon alles abgebaut. Also die Maden. Hier hatte ich überall Fackeln stehen. Eigentlich musst du nur gucken, wo jetzt kein Licht mehr von uns ist, ne? Ja, hier unten ist überhaupt keins mehr. Das sagt ja so ungefähr aus, wo die Larven ihre Böden haben. So, MaxStream hat ja auch gesagt, er kommt um 10 nach. Ja, ich musste noch spontan zu meinen Oh, da Eltern fahren. liegt's. Ich habe einen Ein Triforce bisschen. gefunden! Was? Ich habe einen Triforce gefunden! Wir spielen Zelda offenbar insgeheim. Nee, das ist kein Witz, ich habe wirklich so ein goldenes Dreieck gefunden. Warte, komm zu mir, dann gebe ich es dir.
Ich habe sowieso keinen Platz. Das ist wahrscheinlich einfach ein Wertgegenstand, den du beim Händler abgeben kannst. Strange oder? Gold Piece Vibrating with Energy. Also ich habe jetzt 93 von diesen Böden. Ich habe 55. Ja, die Hälfte von dem, was ich für den Monsterraum von den Larven haben wollte, haben wir ja dann. Falls ich mehr brauche, sage ich einfach Bescheid. So, ich habe jetzt 100. Schnell hier nicht stehen bleiben. Ja, weil das ist ungefähr dieser Kreis von diesem Riesenwurm, ne? Daran erkennt man den Boden. Für den brauchen wir 100 pro diesen Spike Traps. Und ich würde sagen, mindestens 50. Am besten dann so schön im Kreis aufstellen, wenn der einmal vorbeigezogen ist. Wollen wir uns eigentlich einmal da hinten hingraben? Das sind ein paar Kisten. Die sehen so interessant aus. Jetzt erst nochmal Eisen farmen. Genau, und die Schienen nehmen wir am besten auch direkt mit, ne? Ja, wenn du noch Platz hast. Hier liegen noch ein paar, ich habe keinen Platz mehr. Aber ich kann ein paar Brücken setzen mal. Ach ja, übrigens, hier, ich schenke dir einen Triforce. Ich habe trotzdem keinen Platz. Ich wollte dir das Triforce der Macht geben. Nee, warte, der Stärke. Pfeil freut sich doch, wenn er ein bisschen weniger davon abbauen muss. Beziehungsweise herstellen. Und ich grab mich mal zu dem Leuchtending da oben. Ja. Das ist doch bestimmt Eisen. Ja, ist nur Zinn. Eisen oder? Hast du. Ja, genau, das ist ja, Zinn das bei Lehm. Eisen hast du in der Steingegend. Also unten schon. Links hatten wir ganz viel. Da sind keine genau. Larven. Der Gnorm ist hier in der Nähe gerade. Das Moos ist da. Extreme, ich habe die Base ein bisschen umgefärbt. Ja, damit man sie leicht auf der Karte erkennt. Ey, lass meine Fackeln in Ruhe. Frechheit. Mal nachdenken, wie alles normal geht. Gefunden, würde ich sagen. Nee, das ist er nicht. Lichtstück zum Schießen. Ich nehme mal trotzdem einen mit, weil der sieht interessant aus. Ach nee, das ist der Boden, den wir brauchen. Love Hive Ground. Oder... eventuell beides mitnehmen? Also das ist der komplette Boden, das andere ist einfach nur die Bedeckung für den Boden. Also was von beiden brauchen wir jetzt davon? Oh, die töten sich selbst, cool. Guck mal, jetzt sind die ganzen Stacheln und die Viecher laufen da rein. Kann man die mitnehmen? Man kann die Stacheln mitnehmen. Ich nehme die mit. Solange ich kein Licht habe, sollten die mich mögen. Oder? Also hier spawnen die. Den sagen. Boden nehmen wir auf jeden Fall mit. Der andere Boden scheint hier aber auch spawnen zu lassen. Ich nehme einfach sicherheitshalber beides mit. Sind das auch noch komische Larvenwände? Ja, das LOL, sieht so guck aus. Mal, ich kann die nicht kaputt machen. Sogar mit der Eisen. Egal wie oft ich draufschlage, es geht nicht kaputt. Warum haben diese Viecher eine Gegend, wo sie selber sterben? Weil normalerweise weckt die niemand auf, da rennen sie auch nicht rein, aber wenn ich sie aufwecke mit dem Licht. Guck mal, man braucht eigentlich gar nichts machen. Wir könnten hier schon fahren. Ups, ich erschlag sie mit einem Schädel. Ah, und das ist dieser komische Säureboden, den ihr gefunden habt. Den könnte man eigentlich um den Raum einmal rumbauen, zusammen mit diesen Stacheln. Dann würden die daran sterben. Hier können wir kein Gold schmelzen? Doch, in der im großen Kelch. Kessel. Ich hab da unten Ordnung reingebracht. Einer von euch bringt sie wieder in Unordnung, ne? Ich renne dem mit Bomben hinterher. Ja. Solange wir schneller sind als du, sprengst du dich in die Luft. Also selbst. Warum kann ich den Boden, wo die Adern sind, nicht abbauen? Du musst erst die Adern entfernen. Ja, aber warum? Kannst du den Rest hier noch mitnehmen? Ich bin mit einem leeren Inventar losgerannt, ja. Aua, da war noch ein Stachel. Juhu, hassen die mich eigentlich, wenn ich das Ding benutze? Ich nehme sicherheitshalber ein bisschen von diesem Boden mit. Ich nehme extra irgendwie eher was in den Ecken mit, damit wir noch einen Rückweg haben.
Einfach sicher ist sicher, ne? So, das dein. Oh, ein Streitaxt übrig, Kinnas. Ih, die sind ja Säure, vergessen. Guck mal, dann brauchen wir diese links, da will ich hin, da ist eine Truhe für mich. Der Meinung schließt mich nicht ab. Das Problem, ich glaube, hier brauchen wir Bomben. Warte, ich hab Bomben dabei. Ich hab einen Großausfall gefunden. Vorsicht. Klappt das? Nee, da kommt was! Nein, geh weg, ich merk dich nicht. Sieht nicht ich so merk aus, dich also. Nicht. Lass mich, Blümchen, danke. Ich merk gerade, ich hab einen Skillpunkt. Es geht. Allerdings brauchst du immer zwei auf einmal. Vorsicht. Ups, ich hab gerade meine Fackeln hingestellt. Love Hivewall. Ich glaube, diesen Love Hive Ground selbst brauchst du nicht für den Schmarrn, den ich weg. Im Sinn habe. Also so scheint es ja zu funktionieren. Vorsicht. Warte, ich suche gerade das Ding, wo die hergekommen sind. Hier unten. Ich hab sie gefunden. Was hast du ganz toll gemacht? Alter, was ist denn hier alles an Sachen? Ich würde sagen, wir bauen... noch ein Löcher. Wenn du kannst, bau so viele von diesen Wänden wie möglich ab, weil ich denke mal, die kriegen die auch nicht kaputt, wenn wir die nicht mal mit einer Eisenspitzhacke kaputt kriegen. Haben wir kein Eisen mehr? Nee. Das klingt auch nach einer guten Idee. Deswegen freue ich mich gerade. Aber die Frage ist, ob wir das nicht... Ja, aber es wird trotzdem eine Weile dauern. Also kaputt kriegen wir die schon? Die halten ultra viel aus. Allein deswegen würde ich sehr viele von diesen Wänden mitnehmen. Einfach einmal drumherum ziehen, weil ich denke mal, diese Larven kriegen die auch nicht kaputt. Habt ihr mal mit Eisen drauf gekloppt? Also wir kloppen gerade mit Eisenspitzhacken drauf. Die brauchen ultra lang, bis die kaputt gehen. Und das, obwohl ich vorher schon eine Bombe genutzt habe. Ja, selbst von den Bomben brauchst du zwei, bis die kaputt gehen. Ja, du brauchst ein Schwert. Und die haben 400 Mining Damage. Das ist ein See. Warte, ich werf dir das Ding mal hin und dann setze ich mal Brücken. Die Larven sind stark. Ich hab den Griff von einer uralten Waffe gefunden. So, was war drin? Oh, da ist noch eine Kette, die kann ich gerade leider nicht aufheben. Egg Necklace. Oh, das macht den Melee Damage hoch. Wer kämpft gerne im Nahkampf? Ich? Ja, ich. Jeder. Oh, wenn man zwei davon hat, das sollte übrigens der nutzen, der dann den Slime farmt, dann kann man nicht mehr von diesem Bodenschleim geslowt werden. Steht hierbei. Was ist denn, oben gehalten? Es gibt ein Grub Egg Necklace und es gibt ein Lava-Ring. Hast du einen Lava-Ring? Oh, du bist schon nach rechts gegangen. Am Ring of Stone. Links gegangen, Paul. Also ich geb dir den mal. Ja. Ach nee, kannst du ja nicht. Kannst gerne mit zu mir kommen. Ach, ich, solange ich... Ich nehme mal was zu essen mit. Leg einfach irgendwas mal eben kurz bei Seite, weil ich gehe eh nicht in den Nahkampf. Oder hast du das jetzt aufgehoben? Ich habe das jetzt aufgehoben. Einen Platz hatte ich ja, ich habe was gegessen und so weiter. Ich habe auch die Hive-Chest. Frage, die sich mir direkt stellt, wie viel von den Chrysalis hast du? Ich habe jetzt so 118. Wenn ich hier noch ein bisschen was abbaue, 120. Ja, hier können wir jetzt können wir ja abbauen. Also jetzt sind die ja weg. Die spawnen. Hast du schon eine Waffe da bei mir, Co? Wie war das, die sind weg? Das Schleimschwert. Ah, okay. Die spawnen. Also was Kleines. Die Spawnrate von denen ist auf jeden Fall höher. Oh, Vorsicht. Als die von den Schleim. Mal gucken, wie ich da zu dir hinkomme. Hier oben ist Ende. Dann geht's schon mal nicht weiter. Da muss doch auch irgendwie so ein... Okay. Da, das Ding, das muss kaputt gehen. Dadurch spawnen die. Ich hab eine Lampe. Ja, und durch den Boden dann wahrscheinlich trotzdem, also. Was ist das für ein komisches Ding? Hive drauf. Das ist warte mal. Da steht, wenn man die Dinger öffnet, dann geben sie Loot. Bruce Easter Egg hab ich bekommen. Ich auch. Ja, ich hab ein graues. Vier Stück mittlerweile. Ich hab ein glaube ich, von jedem fünf Stück, um was zu bekommen. Ich hab ein braunes gerade gefunden. Ja, die so, das ist so ein Oster-Event. Wenn du von allen fünf hast, dann kriegst du irgendwas. So. Kann ich die Knochen mitnehmen? Ja, ich hab ein braunes, vier rosa, ne? Und die gibt es dann wahrscheinlich in verschiedenen Gebieten.
So, ich habe 140 von den Chrysalis. Ich habe jetzt 93. Ich würde mal sagen, ich bringe mich noch auf 150, du dich auf die kompletten 100 und dann haben wir auf jeden Fall erstmal genug. Wenn nicht, dann meckere ich die Viecher an und fertig. Habe ich gerade richtig? Die sind natürlich im Fall auf jeden Fall alle mitnehmen, ne? Weil die können ja gegen sie benutzen. Hier sind noch eine Falle. Dann sparen wir uns nämlich eine Spike-Trap mit jedem von diesen Dingern. Hier und hier. Meine Schaufel geht gleich kaputt. Ja, wir machen das jetzt auf dem Rückweg. Wir haben jetzt so viel gesammelt hier. Ist das ein Stein oder? Nee, es ist eine Zinnschaufel. Ich glaube, mehr von diesen Würmchen finden wir hier oben nicht. Ach, guck mal. Doch, schon, aber wir müssen uns durchgraben. Also jetzt von hier aus nach rechts, weil die waren da rechts auf jeden Fall alle. In der Nähe von der Hive-Modder halt. Aber nicht zur Hive-Modder selbst dann, ne? Links sind wieder Schleime, habe ich gesehen. Mit 5 Abstand kann man die Fackeln ganz gut setzen. Es gibt noch genug Licht dann. So, im Übrigen, das erwähne ich jetzt nur nochmal, weil Mirko jetzt auch da ist. Ich habe jetzt 2 braune Kisten hingetan. Die rechte ist Böden, die linke ist Wände. Weil es davon sehr viele gibt. Was soll das denn? Ist das auch in so einem Podest? Ja, aus Stein nur. Habe ich gefunden. Okay. Aber momentan hätte ich dafür noch keine Verwendung irgendwo. Deswegen tue ich das mal beiseite. Irgendwie blinkt meine Lebensleiste immer so ein bisschen. Hast du so wenig? Was? Ich renne Mirko gleich mit einer Bombe hinterher. Warum? Weil du die Tür zum Garten abgebaut hast. Oh. Hä? Da war eine Tür? Da war eine Tür. Ich habe aber keine abgebaut, weil dann müsste die ja im Inventar sein. Hier war eine Tür. Mirko? Oh, da habe ich die vorher schon kaputt gemacht, weil ich da drin gespawnt bin. Oh je, das gibt die Todesstrafe. Soll ich schon mal einen Henkerblock hinstellen, oder? Ich habe die Bomben schon mal im Inventar. Wusste ich ja nicht, dass da eine Tür ist. Und wenn wir sie... Oder dann stell wenigstens eine neue her, wenn du sie schon kaputt machst. Ja, aber das war ja vorher schon vor meinem Vorleben, nicht Nachleben. Ja, die Tür war da, damit das Zeug nicht reinwächst. Achso, ja, das macht Sinn. Von wo ist denn der Mirko gekommen? Der hat dieses riesige Wurmding hat ja kaputt alles kaputt gemacht. Dann konnte ich da ja, laufen. Von oben da. Quasi. Von der Brücke. Ja, ich bin schon bei dem Wurm und alles gewesen, bei der großen Lücke. Nur von wo bist du da gekommen? So, von der Breite her würde ich übrigens ein bisschen ungefähr nach dasselbe. Oder nach rechts oder so. Bau da jetzt aber nicht zu weit ab. Ich habe jetzt außen hier oben und rechts erstmal 3 Wände gelassen. Ich komme dir entgegen. Ich würde mal sagen, ungefähr hier machen wir den Anfang von dem Raum. Da tue ich die Wand wieder zurück. Das wird mir tatsächlich selber auf der Karte nicht angezeigt. Hier würde ich dann gleich die Tür hinsetzen und dann würde ich hier anfangen, diesen Raum zu bauen. Ich weiß halt nur noch nicht, ob wir genügend von diesen Kristallen dafür gesammelt haben. Du musst runterlaufen, Paul, hier. Am Rand. Das ist hoch. Übrigens, den Larvenraum würde ich jetzt nicht so gigantisch machen wie den Schleimraum. Eventuell sind dann auf einmal 1000 Larven da drin, während wir versuchen, das einzusammeln. Du verstehst. Ich verstehe. Kein Wort. Wir müssen das übrigens dann auch wirklich mal kurz so testen, ob sie die Lampen dann auch jagen. Deswegen würde ich dann links einmal eine Lampe hinstellen und rechts eine Fackel. Da darf nicht so viel Licht sein, sonst rennen die in alle Richtungen. Die jagen ja das Licht. So, das sollte reichen in der einen Richtung. Danke, Mirko. Kannst du mal gucken, wie viele Steinwände wir haben? Weil wenn ich finde Sand richtig geil. Würde ich gerne so 2 Steinwände dann drumherum ziehen. Scheiße. Und dann dahinter noch diesen farbigen Stein. Nicht alles Sand. Damit wir den Raum markieren. Exo? Hallo?
zu reden mit seinen Zuschauern. Ich habe mich kurz gemutet. Kannst du mal gucken, ob wir Steinwände noch haben? Also wie viele? Ja, es sind genug, glaube ich, drin gewesen. Hast du mir deine Kiste alles eigentlich schon gegeben oder hast du die hier reingetan? Die hast du hier reingetan. Die habe ich da reingetan. So, den Ground Asset nehme ich mir auch mal eben. Also das sind 26 Stone Ground, oder was meinst du? Ach ja, ich habe auch mal so Steintüren gemacht, ne? Die nutze ich jetzt auch mal. Wir hatten einfach so viel Stein übrig, da habe ich einfach Steintüren gemacht, als ich Langeweile hatte beim Essen farmen. Guck mal, haben jetzt stärkere Türen. Kommt zwar nie was vorbei, aber man hat was für den Fall. Die sind da, wo ich jetzt bin. Ja, ganz weit unten sind die Schienen. Da ist auch noch ein Minecart, das kannst du daneben noch oben. Das ist wieder so ein Magier. Wenn die Magier einen Stab fallen lassen, dürft ihr gerne mitbringen, der ist gut. Ich weiß, ja, der ist nur ziemlich stark, der Magier, der hat mich gerade one-hitted. Vor allem, den kann man die auch als Fackel benutzen, die Stäbe von denen. Ja, Ausbeute an Kerox und so weiter. Farmst du gerade ab, oder? Ja. Machst du dann auch direkt neues Feld? Nein. Weil es lohnt sich echt, diese Gardening-Punkte zu farmen, weil man hinterher halt Gift dann auf den Waffen drauf hat. Ich will jetzt einmal testen, wie viel machen die eigentlich von Fläche her? Von Fläche her? Ja, die großen Bomben. Ich habe sie jetzt extra in der schwächsten Wand, die ich kenne, getestet. Wie viel Fläche die machen. So zwei in jede Richtung ungefähr. Lol. Also die gehen nicht weit. Hab ich auch irgendwelche Samen? Nö. Pilze stark. Ich hab Pilze. Kann man die nicht, kann man die auch anpflanzen? Nee, Pilze kann man nicht anpflanzen. Habe ich versucht. Okay, das Wichtigste habe ich bei mir. Was ich alles für den Raum brauche. Das kann ruhig weg. So, Paintable Wall brauche ich gleich auch. Ich nehme für den Wurmraum sogar extra eine andere Farbe als für den Schleimraum. Ich nehme dafür lila. So, ich wollte Steinwände gucken, ob wir sie haben. Nee. Echt nicht? Ich dachte, wir haben voll viele davon. Wenn ihr Lust und Laune habt, bringt bitte Stein mit. Ja, den hab ich irgendwo verloren. Ah, hier sind noch Steine. Die waren in der falschen Kiste. So, ich habe 200 Steinwände. Ach, dort bin ich gestorben. Ich ziehe erst die Mauer, bevor ich hier den Raum selber mache. So. Wo habe ich die Paintable Walls? Da. Ich brauche meine Spitzhacke. Ach, da ist die Holztür. Ja, jetzt brauchen wir sie nicht mehr. Ich habe da eine Steintür hingetan. Willst du Deko haben? Wo ist Shining? Was für Deko erstmal? Ganz viel Deko. Komm ich denn zu dir, ohne die Wände einzureißen? Über den Schleimraum. Ah, okay. Ist ein Umweg. Wo war unser Kartentisch da? Warte mal, ich mach hier einen Weg nach links, dann können wir einfach auch über links rein. Ja, ich wollte jetzt nicht einfach da was einreißen. Nachher ist dann, die ganze Base ist kaputt. Ja, ich wollte noch einen zweiten Eingang machen, damit man auch noch woanders reinkommt. Du wolltest doch Stein haben. Hier.
Steinwände, hier hast du Tische. Was ist das denn hier? Moment. Ach, den anderen Scheiß habe ich noch unten. Ja, das ist doof. Aber hier hast du noch eine Statue. Weil ich habe auch so einen Brunnen gefunden, da kannst du anscheinend Wasser drin sammeln. Wo waren denn eigentlich die Loren? Wo hatten wir die denn? Eine ist unten beim Schienensystem, eine ist in meinem Inventar. Ja, wir hatten nur noch mehr. Zwei ganz rechts hier in der Truhe. Ah, okay, danke. Ich brauch Licht. Oh, da bin ich getroffen. Nur eine dicke Schmelze, das ist ja auch Trash. Kosti, Zinn und Eisen. So, wie gesagt, ich weiß, ihr wollt mich umbringen, wenn ich irgendwie Elektrozeug baue, aber ich will halt wissen, ob die auch von diesen Lampen angezogen werden. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Gut. Damit man auch sich den Wurmraum so ein bisschen erleuchten kann, wenn die da nicht drauf losgehen. Schade, wenn der Schleim auf der Schiene steht, kann man den nicht überfahren. Was brauche ich nochmal für den Elektrikkram? Ich brauche Kupfer und die Eisenmuffel, weil mich umbringt, wenn ich sie nutze. Ja. Ja, die Steine, ich brauche aber trotzdem eine Lampe. Eine Lampe und einen Generator. Eine Lampe kannst du dir gerne machen. Wir brauchen das Eisen jetzt eigentlich erstmal für anderen Scheiß. Kann ich mir 7 Eisenbarren klauen? Mehr brauche ich doch nicht. Ich habe das leider gerade alles wieder verloren. Ich brauche nur 7 Eisenbarren, mehr brauche ich nicht. Und ein Gold. Gold habe ich sogar selber gefunden. Gold ist mir Latte. Wie lange brauchen denn die Goldbarren, bis die mal geschmolzen sind? Na, dort. Was willst du mit diesen komischen Teilen da, wenn da nichts draufkommt? Das sind Sitzflächen angeblich. Da kann man sich draufsetzen. Ah, passt schon. Dann bau dir eine Gemüseecke. Wem fehlt denn jetzt noch Eisenrüstung? Mir. Ja. Das ist so ziemlich jedem, okay. Warte, mir fehlt ehrlich gesagt nur die Beine. Naja. So, unten die Wand habe ich fertig gezogen. Jetzt in der Richtung. Weg mit dir. Weg. Okay. Oder ist diese Wand einfach die Ende von der Map? Von der Map? Ich glaube, ja. Gehe ich von aus. Also die Map ist ja nicht gerade klein, muss man halt auch sagen. Die Frage ist, wir müssen ja noch in ein neues Biom kommen. Und wenn das hinter der Wand ist, dann müssen wir irgendwie durch die Wand durchkommen. Vielleicht braucht man für diese Wand einfach nur den Bohrer. Kann doch auch sein. Das wird dann, glaube ich, da stehen. Nee, ich denke mal, das ist aktuell Ende. Vielleicht brauchen wir ein Boss-Item. Also es kann auch sein, wenn wir den Bohrer haben, kann man es doch mal ausprobieren, oder nicht? Den Bohrer brauchst du eigentlich für diese komischen dicken Klumpen, wo du alles abfarmen kannst. Ja, die wirst du ja aber wohl nicht nur dafür brauchen. Ich habe einen super genialen Farmspot gerade. So. Okay, was farmst du? Die Larven, die roten Larven, um genau zu sein. Zwischen der Hive-Mother und mir ist ein kleiner Fluss. Wenn die angeschossen wird, dann spawnt sie die dicken Larven und Eier. Und wenn die schlüpfen, kannst du hier von der einen Flussseite auf die andere einfach rüberschlagen. So, jetzt muss ich diese Steinwände erstmal ziehen. Apropos Hive-Mother, sollen wir die bald mal killen gehen? Die kriegen wir noch gar nicht platt. Klar, die ist super easy. Doch, die mache ich ja gerade. Jetzt auch gesagt. Jetzt auch gesagt, die schaffen wir ja wohl. Ich bräuchte noch ein paar Feuerstäbe oder eine Reparaturstation, dann mache ich die ja auch aus der Entfernung, ohne dass die mir Schaden macht. Ja, dann nehme ich jetzt meinen Scheiß mit und komme ich nach oben. Ich komme auch nach oben, weil alles ist kaputt. Ja. Ich habe eine Reparaturstation dabei. Ich habe meinen Raum hier noch nicht mal fertig gebaut. Benutze ich einen Recall-Idle? Einfach rechtsklick. Nee.
Nee, die Frage war, ob ich das benutzen soll oder nicht, aber nee. Ich nehme das Schienensystem zurück. Hast du das ja mittlerweile fertig oder musst du immer noch einen Kilometer latschen? Ich muss noch ein bisschen latschen, bis ich da bin, immer, aber... Eigentlich geht das relativ schnell. Schon recht weit, ja. So, um den Raum herum selbst mache ich nochmal Fackeln. Damit man zumindest von außen so ein bisschen reingucken kann. Ich weiß gerade nicht, wo der Anfang war. Ich werde das alles mit Lampen austauschen. Und wenn mich Alu dafür umbringt. Was ist das denn hier für ein Typ? Das ist ein Fall. Typ. Ja, ich doch falsch. Der Händler oder was? Ja. Ja, ist ein Händler. Ach, bei dem hast du dir Dings gekauft. Das Essen. Nee. Das habe ich so gefunden zwischendurch. Half Mama's Stumming Idol, okay. Oh, eine Flintmaske. Oh, die kostet 340. Bei ihm. So, von draußen sieht man auf jeden Fall. Pass auf, ich benutze das Recall Idol. So. Stein kann ich dir nicht verkaufen. So, mal schauen, was kann ich denn skillen? Oh, den gelben Pinsel noch. Vitality wieder. Paul, kannst du das Feld nochmal anbauen, wenn du schon hier bist? Ich muss jetzt erstmal Eisen und so was herstellen. Also, ne, verarbeiten. Dann kann ich das gerne machen. Weil ich will den Raum da unten jetzt erstmal fertig bauen, bevor ich da mit euch hochrenne. So, die Paintable Walls brauche ich nicht mehr. Das habe ich fertig. Oh lol. Ich bin nicht mal halb fertig mit dem Raum bisher. So, ich muss hier zweimal Kabel verlegen. Egal. Dreck den Floor drüber und gelb ein. Ich muss mir echt mal eine Lore mitnehmen, dass ich die Schienen benutzen kann. Das ist entstanden doch vor allem welche. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Vor allen Dingen, ihr könnt eigentlich die Lore da einfach stehen lassen und dann kann sie jeder nutzen, ne? Also nebenbei. Ja, aber wenn die einmal unten ist. Ne? Also eine ist ja unten noch. Ja, ich fahr grad. Hui. Das geht hier voll ab. Ja, das ist recht zügig. Also bei der Halfmaser brauchen wir auf jeden Fall Schaufeln, denn die spawnt den oder schießt den Säureboden. Hier sind überall Larvenboden. Das heißt, hier kommen ständig Larven. Und die hat diese explodierenden Viecher. Die rennen auf dich zu und spawnen dann auch, wenn sie explodieren, nochmal Säureboden. Ich würde mal sagen, wir machen uns einfach diese Glow-Ringe. Dann sehen wir auf jeden Fall durchgehend was. Weil die greifen alles an, was leuchtet offenbar. Ah, Leuchte ist in den Kopf und ab geht's. Alter, Eisenrüstung ist ja mega viel. Okay, wir können den Raum hier definitiv noch ein bisschen größer bauen. Wir haben aber genug für ein komplettes Set. Ziemlich sicher. Ich habe ja jetzt nochmal 27 Ores mitgebracht. Ja, 17 Barren sind noch hier oben drin und in den Schmelzöfen sind auch überall noch Eisenbarren drin. Die ich noch nicht rausgeholt habe. Wieso bauen wir hier oben denn immer an, Shining? Abgesehen von Rot alles. Außer diesen Karotten, die musst du in den Steinboden setzen. Und schlag den Händler nicht, der läuft gerade dooferweise übers Feld. Ein kleiner Klaps, dann weiß er, dass er da nicht. Ist noch wer von euch gerade hier in der Base? Respect-Chill nennt man das auch. Weil ich hasse gerade mein Leben. Ich muss den Raum hier viel größer bauen. Das wollte ich jetzt nochmal. Scheiße. So. Haben wir keinen Fiber mehr? Doch. Ach doch, voll viel. Cool.
Ist das da auch oben auch in der Base gerade, Mirko? Komm mal mit einer Spitzhacke hier runter, mein Weg auch mit einem Eisen. Nee, die muss ich erstmal. Ich hab nur eine Holzhacke, weil alles kaputt ist. Ich brauche jemanden, der mir beim Graben hilft. Ich muss noch 5 weiter runter. Der Raum ist sonst viel zu klein. Ich muss auch die Leitung woanders langlegen. Ich baue die dahin. Hey! Die Hifenwasser spawnen scheinbar so viel, dass sie mich jetzt schon von hinten angreifen. Die mögen dich. Ja, der ist frech. Gut, dass ich den gelben Pinsel noch nicht weggelegt habe. Ich muss gleich meine Hacke reparieren. Ups. Da habe ich mir hier hinten gerade so viel Mühe gegeben. Alles. So, da ist noch eine Leitung. Jetzt hackt das Ding doch endlich weg. Danke. Gut, das sind auch noch welche. Oh, Mirko, bevor du gleich wieder kein Holz hast, wenn du losläufst, hol dir lieber hier oben ein bisschen Holz raus. Ja, gleich. Erstmal ja sortieren, was ich alles überhaupt hab. Alter, so viel Stein, was man überhaupt abbaut. Die Steinwände kannst du direkt zu diesen Stonebrick Words eigentlich machen, oder kannst du auch mich einfach umwerten lassen, das ist genauso effektiv. Und ich habe gerade noch etwas festgestellt. Die Hive Mother regeneriert sich. Ah, kannst also nicht einfach so cheesen. Okay. Also doch, wenn du durchgehend Schaden machst, dann geht das. Aber ich musste mich gerade um die Gegner von hinten kümmern. Was? Na gut. Ach so. Ich nehme jetzt mal diese Bomb Peppers und schmeiß die mal hier in den Kochtopf, wenn wir schon so viel davon haben. So. Die Karox, die musst du da links anpflanzen. Oder haben wir davon keine Samen mehr? Warte, nee, das lohnt sich doch gar nicht. Guck mal, was da rauskommt. 16 Food und 21 Speed für eine Minute, das ist doch Quatsch. Nee, nicht für das Essen, sondern für die Tränke. Ach so, ja, aber weil gerade Bomb Peppers komplett im Kochtopf drin sind. Ja, wie wolltest du die denn anders verwenden? Wir haben kaum noch Essen, dann hast du wenigstens ein paar Pojitos. Je mehr du kochst, desto mehr bringen die auch. Ne? Immer mit irgendwas kombinieren. Ja, eben. Also die übereinander bringen halt. Also das Essen ist halt Quatsch. Ja, aber wir haben doch gerade nichts anderes da drin. Ja, doch, ich mache ja gerade was. Gerade war ein Kochtopf geballert. Ist das Schleimschwert das Stärkste, was wir jetzt haben, oder das, was Exo gefunden hat? Das, was Exo gefunden hat, ist noch nicht fertig gebaut. Und das ist schwächer als das reine Schleimschwert. Bei mir ist es stärker. Das Schleimschwert hat halt einen schönen Debuff noch für die Gegner. Mit dem Slow, das finde ich halt nicht schlecht. Warum baue ich da eine Wand hin? Der Broken Handle hat halt auch noch maximal Leben. True. Ich habe gerade eine Lebensregenerationshalskette gefunden. Oh, cool. Oh, das ist nice. Gib die Mirko, der braucht sie, glaube ich. Aber wie gesagt, Mirko, du kannst hier noch die Battle Axe rausnehmen, ne? Anstatt das Steinschwert. So, da kommt eine Tür hin. Ich hab ja noch Dings. Hä, aber das Steinschwert ist doch stärker als die Battle Axe. Was? Wo ist sie? Ach, so. Da oben, oh lul. Okay. Die macht ungefähr doppelt so viel Schaden, aber okay. Nee, ich hab mich vertan. Ich brauche die Kabel, die muss ich hier einmal durch die Wand verlegen. Ich würde sagen, da packe ich dann jetzt den Generator hin.
Oh, ich kann die Kisten manchmal echt nicht unterscheiden, muss so oft draufklicken. Wofür haben wir extra die Podeste dahinter? Ja, ich kann es trotzdem nicht unterscheiden. Mirko. Ja. Ich habe extra diese Podeste hingestellt, damit man das richtig leicht erkennen kann. Ja, Mirko. Ich sollte mich schämen, oder? Ja. Es ist so einfach zu erkennen, ja. Also. So. Ach, die kann man auch auf diese komischen Leitungen. Die kann man auch auf die Leitungen drauflegen, ich glaube. Ich krieg einen Vogel. Paul, was hältst du von diesem lilanen Licht? Ist das nicht wunderschön? Wo ist lilanes Licht? Hier bei mir. Wo bist du? Da unten? Ja. Ist doch wunderschön. Ja. Ich finde halt die Menge an Eisen, die du dafür ausgeben musst. Was macht der Hebel hier oben? Für das Licht selber nur zwei. Ich finde, das geht. Ach so. Naja, zwei Eisenbarren sind zwei Eisenbarren, ne? Man kann hinterher 10 bei dem immer kaufen. Ich glaube, das aktualisiert sich, wenn wir die Hive-Modder gekillt haben. Also das ist dann nicht weiter schlimm. Wie viel kostet das dann? Ich glaube, nicht so viel. Aber wenn du jetzt sagst, das kostet 50 oder was, wir haben nur knapp 1300. Nicht mal, 1200 noch was. 1225. Gib den einfach mal eine Bombe, dann weißt du, wie schnell viel. Das Geld wieder da ist. Schnell. Du bist ja nicht derjenige, der farmen geht für das Eisen. Ist so. Oder klaut sich einer gerade den Schleim? Ich? Klauen? So, also ich bin ready für die Hive Mother. Ich auch. Habt ihr Schaufeln dabei, wie gesagt? Ja. Achso, ich hab nur Kupferschaufeln. Ja, reicht. So reichen. Obwohl ich repariere. Also muss ich später mit dem Larvenraum weitermachen. Ja, muss ich später machen. Ja, ich sortiere gerade nochmal aus. Fackeln, ich denkt auch dran, denn die zerstören die ganze Zeit die Fackeln. Oh, okay. Da habe ich 100 Stück von. Ja, da mache ich noch welche. Obwohl wir. Ah, nee. Also ich meine, ihr könnt die natürlich auch wieder aufheben, aber da jetzt in die Gegner reinrennen, um die aufzuheben, ist auch blöd. Wer bietet oder ihr nennt halt noch Laternen mit. Kam freiwillig an, mit mir da unten zu bauen, weil das dauert echt lange. Ja, erstmal warten, was nach dem Kampf da ist. Wofür brauchen wir denn den Larvenraum? Larvenmiet. Bevor du jetzt da die ganze Zeit einfach rummachst. Das Larvenmiet ist zum einen zum Kochen, richtig geil, hat Exo festgestellt. Und zum einen für diese Enrage Potion, wo du 32% mehr Schaden machst. Und sich das denn? Ich finde schon. Also für dich wäre der ultra krass, der Trank. Ja, es sind halt 30 Sekunden und so. Ja, das ist zwar ganz nett. Für Not, wie gesagt, fürs Kochen sind die richtig gut. So, davon klaue ich mir eins. Türen sehen übrigens unter Wände. Hä? Können wir die Hive-Mauer nicht einbauen und dann so töten? Weißt du, die kann die Wände zerstören. Ach so, das ist natürlich nicht so praktikabel. Also ich wäre ready. Also die Hive-Mauer bewegt sich nicht, ne? Das ist nur ein Spawner. Ein riesiger, der auch ab und zu Säure schießt. Das Problem sind nur die Larven. Okay. Ich muss gerade mein ganzes Inventar nochmal umsortieren. Aber wenn wir zu viert da sind, dann können wir theoretisch die Larvenwände abbauen und uns besser positionieren, um auf die zu schießen. Die Larvenwände, die fände ich generell ganz toll, weil ich die gerne einmal um den Larvenraum rumziehen würde. Weil die kriegen ja selbst mit den Bocken kaum kaputt. Ja, wie gesagt, also die können wir dann damit ganz gut abbauen, zu viert. Das dauert halt. Ich brauche einmal Eisen. Eisenspitzhacke hat den Löffel abgegeben.
Ja, ist ein Bauern sind drin in der Kiste. Ja. Außer die hat jemand rausgenommen. Das ist meiner. 20 Stück haben wir. Hier, Mirko, jetzt nutzt das Ding endlich. Bitte, ich hab doch einen. Wozu habe ich den Ding gecraftet? Nicht, schade. Och, der kann mehr als den, den ich jetzt hatte. Ach man. Extrem will mich aggressiv machen. Nein. Eigentlich nicht. Oh, guck mal, ist das nicht wunderschön, wenn man dem beim Wachsen zusieht? Haben wir denn noch irgendwas, womit wir was zu essen kochen können? Das Essen ist drin. Lauf! Lauf, Mirko! Das war aus Versehen. Ich krieg dich! Oh. Ich warte nur, bis du in der Ecke bist! Ich spreng dich weg! So, zwei Berries nehme ich mir mal dafür. Da koche ich dir aber was. Wer hat hier oben das Zeug reingeräumt? Wer hat diese frevelhafte Tat begangen, hier oben Zeug reinzutun? Weiß nicht, worum es ist, ich weiß nicht, was Zeug ist. Ich würde sagen, anhand dass es eine Kupferrüstung ist, das im Elektrikzeug liegt, würde ich sagen, Mirko, ich habe noch einen Grund, ihn wegzusprengen. Ich muss mal weg. Ja. Ich spreng den gleich. Weißt du, das ist extra eine Kiste für Ausrüstung. Wo packt Mikkel seine Rüstung hin? Ah ja, ich hab die Kiste nicht gefunden. Ich stelle extra diesen Podest auf, damit man die unterscheiden kann. Für mich zeigt es kein... Oh doch, nein. Das Schleimschwert ist Ausrüstung, lol. Okay. Ja. Ist ja nur ein Schwert. Ach so. Ja, das ist ja auch nicht ganz so einfach zu erkennen. Vielleicht einfach mal ein normales Schwert dahin packen. Also. Ich dachte allein, weil das Schleimschwert größer als das Bronzeschwert ist, dass man das dann besser erkennt. Ich glaube, wir wollen aber bei dir eine eigene Truhe für Rüstung. Muss ich hier durch den Holzgarten gehen oder was? Da kannst du auch lang, habe ich gerade den Blick extra noch mal aufgemacht. Ich nehme die Boretos und Glau-Tulip-Zeug mit. Ihr seid schon alle nach da oben, oder? Ja. Auf dem Weg, ja. Mich lassen die einfach zurück. Kommt in die Pötte. Ja, ich hatte mein ganzes Inventar noch für den Larvenraum. Das muss ich erstmal loswerden. Komm aus dem Quark, Jung. Nimm dir einfach irgendeine leere Kiste, stell die da hin, schmeiß das ganze Zeug rein und du nimmst es sowieso später. Nein, dann rege ich mich hinterher auf. Ja, das war's mit dem heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und besucht natürlich auch die Kanäle der anderen. Tschüss.